ich freue mich, dass du wieder beim Husky Donnerstag dabei bist. Und heute wird es sich hauptsächlich um Bilder von Kenji drehen, aber nicht einfach nur Bilder, sondern um Bilder, als er noch ganz klein war. Kenji hat nämlich am 3. August, also nächste Woche, Geburtstag und deswegen zeige ich euch Bilder von ihm, beziehungsweise auch wenn ich irgendwo Videos habe, natürlich auch Videos von ihm, wie er von circa Oktober, Ende September bis Dezember aussah und sich entwickelt hat. Und ich finde es einfach so super spannend. Und ich wünsche euch super viel Spaß dabei. Bleibt dran, es ist nämlich echt mega, mega putzig. Die Bilder sind entstanden, als wir ihn mal besucht haben, als wir uns schon für einen süßen Husky entschieden haben aus dem Wurf. Und hier seht ihr ihn zusammen mit seinem Papa. Und da wir schon dabei sind, hier seine Mama und sein Papa, ein richtig süßes Bild. Und hier er mit all seinen Geschwistern auf einen Haufen, dann liegt ganz vorne. Und hier seht ihr unser Knickohr. Diese Bilder hier sind entstanden das letzte Mal, bevor wir ihn abgeholt haben. Ich glaube, 2 Wochen, bevor wir ihn geholt haben. Und hier nun das allererste Foto aus seinem neuen Heim. Wir haben uns so gefreut und er hat sich einfach auch super wohl gefühlt vom ersten Moment an. Und ja, am besten erstmal rumtoben, so wie es sich bei einem kleinen Welpen eben gehört. Ich werde euch übrigens auch oben passende Videos noch verlinken, weil zum Beispiel vom ersten Tag, den er bei uns verbracht hat, ich ein ganz schönes Video habe. Und auch zu dem hier, was er hier gerade treibt mit seinem Ball, habe ich ein schönes Video und ich verlinke eben alles. Wenn ihr möchtet, dann schaut auch gerne dort vorbei. Übrigens möchte ich an dieser Stelle noch bemerken, dass Kenji ja auch eine eigene Instagram-Seite hat und ihr gerne vorbeischauen könnt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch sehr, sehr gerne auf Snapchat folgen, denn da seht ihr ganz, ganz oft was von Kenji, wahrscheinlich noch öfter als von mir. Also folgt uns da gerne, um einfach immer live dabei zu sein. Gerade in den ersten Tagen musste ich so unglaublich viele Fotos machen und ja, so eine Art Best-of habe ich euch eben hier mit reingenommen. Hier seht ihr, wie er wirklich noch winzig ist im Gegensatz zu heute. Und hier auch mit seinem Lieblings-Teddy und seinem Lieblings-Zweitspielzeug. Und anfangs ist er auch schon gleich mit dem Auto mitgefahren. Hier mit so einem Anschnallgurt, den man in den ganz normalen Anschnaller steckt. Und er hat es wirklich super gemeistert, aber er saß nicht lange bei uns auf der Rückbank. Ihn haben wir schnell in den Kofferraum verfrachtet, einfach weil er immer nach vorne wollte. Ja, hier haben wir es beim Spielen etwas übertrieben. Und hier seht ihr seinen allerersten Herbst. Oben verlinke ich euch auch passend ein Video dazu. Es ist nämlich echt süß geworden, wenn er noch so klein ist und in dem Laub rumrennt. Und ja, ich könnte eigentlich den ganzen Tag drüber schwärmen, also lasst euch nicht davon stören. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert. Und hier das erste Bild, wo er sich mal schmutzig gemacht hat, aber da dachten wir schon, das wäre schlimm. Das geht noch viel, viel schlimmer. Hier war es echt fies, da war ein kleiner Teich mit Laub bedeckt und er ist da einfach total naiv reingelaufen und reingefallen ins Wasser und war total geschockt, dass er so nass war. Aber es ging alles gut und er hat sich als Ufer gerettet, also kein Problem, nur irgendwie schnallt er bis heute noch nicht, dass er da auch schon geschwommen ist. Und da wir schon beim Thema Wasser sind, hier das erste Mal, als wir ihn geduscht haben. Er hat ein Riesentheater veranstaltet, aber man muss dazu sagen, gerade hier sieht er doch sehr, sehr brav aus, oder? Und er wird wirklich sehr, sehr wenig gebadet. Hier haben wir uns einen Film angeguckt mit einem Hund in der Hauptrolle. Und Kenji fand das unglaublich. Der hat diesen Hund einfach sofort als Hund wiedererkannt und war total fasziniert von ihm.
Ach, das waren noch Zeiten, als wir ihn hochtragen mussten, beziehungsweise auch noch konnten. Auf den Herbst folgte natürlich auch sofort der Winter. Es gab schnell Schnee, beziehungsweise sind wir in Gegenden gefahren, wo es Schnee gab. Und das ist hier tatsächlich das erste Mal, dass er auf richtigen Schnee trifft und er hat sich so gefreut. Das ist einfach so putzig. Hier habe ich ihn mal auf meiner Rückbank nochmal mitgenommen in meinem Auto, weil er da nicht in den Kofferraum passt. Und seht euch einfach mal den krassen Unterschied zu damals an. Echt verrückt, wie schnell er groß wird. Und hier seht ihr Bilder von Kenjis allererstem Weihnachtsfest. Und auch das mussten wir natürlich mit süßen Bildern festhalten. Und er hat natürlich auch schon Geschenke bekommen, die er selbstständig ausgepackt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal zu sehen, wie Kenji aufgewachsen ist, vor allem in den ersten Monaten, in denen er so schnell gewachsen ist. Und wenn ihr möchtet, dass ich ein weiteres Video darüber mache, wie er sich von Januar bis jetzt August entwickelt hat, dann gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Und abonniert uns gerne, dann könnt ihr einfach nichts mehr verpassen.